Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Fragestunde-Folge. Und mittlerweile hat sie das ja so ein bisschen als Tradition etabliert, dass pro 1000 Abos ein Fragestunden-Video kommt. Das heißt, ich habe einen Aufruf im Community-Tab gestartet und ihr durftet mir Fragen stellen, die ich jetzt hier euch in diesem Video beantworte. Finde ich ein schönes Format, damit ihr vielleicht mal so mich ein bisschen besser kennenlernt, wenn ihr Bock drauf habt. Zumindest sind einige Fragen reingekommen und vielen, vielen Dank an die ganzen Fragesteller natürlich. Werde ich jetzt versuchen, alle möglichst gut zu beantworten. Wie beim letzten Video auch, oder wie bei den letzten beiden Fragestunden-Videos auch, seht ihr im Hintergrund so ein bisschen einen typischen Gassigang mit Pinsel. Mit dem Hund, der bei mir wohnt und ja, viel Aufmerksamkeit braucht und um ja wirklich tägliche schöne Gassigehrunden drehen. Und genug der langen Vorrede, würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Frage an, beziehungsweise Fragen. Kurz vorweg, so einige Fragen werden sich auch wiederholen, weil manche Fragen sehr ähnlich sind. Da werde ich dann natürlich drauf nicht so sehr eingehen, aber werdet ihr alles sehen. Der Tomsteron hat gleich 5 Fragen gestellt, und zwar als erstes: Könntest du dir jemals vorstellen, dich von einer Sammlung zu trennen, wenn der Preis unschlagbar wäre? Ehrlich gesagt, ja. Also, wenn wirklich da alles in seiner Konstellation ja, stimmt, wenn der Preis stimmt und vor allem, wenn ich das Geld brauche, dann auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich kaufe ein neues Haus oder irgendwie sowas und ich brauche jetzt dringend Kohle und der Preis stimmt, dann wäre die Sammlung definitiv weg. Würde mir natürlich nicht großartig schwerfallen, also würde mir schwerfallen so rum. Aber ja, also im Prinzip, es sind ja nur Sachen. Und wenn das irgendwie mir mein Leben irgendwie besser gestalten würde oder allgemein besser gestalten würde, dann hänge ich an dieser Sammlung nicht so sehr. Natürlich so 1, 2 Stücke würde ich wahrscheinlich behalten. So einfach so als Andenken, dass ich nochmal den Gameboy da habe mit 3, 4 Spielen. Aber so die Masse der Sammlung, die kann definitiv weg, im Zweifel. Dann, was bevorzugst du eher? Gameboy-Spiele klassisch auf den Gameboy oder wir Gameboy-Player am TV zocken? Ja, das ist so ein bisschen zwiegespalten. Also, wenn ich für mich spiele, ist es natürlich wesentlich besser, schön mit den richtigen Gameboy, weil da natürlich so das Feeling ganz anders ist. Wobei ich mittlerweile natürlich auch eher nicht den klassischen Gameboy nehme, sondern einen gemoddeten Gameboy, wo der Display so ein bisschen besser ist, ein bisschen heller ist, man ein bisschen besser erkennen kann. Also, das ist so ein bisschen für mich so ein bisschen der Kompromiss mit der modernen Zeit, weil die ganzen Sehgewohnheiten mittlerweile natürlich viel anders sind. Das ging früher nicht anders. Aber ja, ich glaube, der gute Display, den man immer so im Licht halten musste und sowas, so richtig vermissen tut, das sieht keiner. Und der Gameboy-Player am TV zocken. Ja, ich zocke natürlich auch viel mit dem Emulator, was für mich jetzt hier den Sinn hat für die Videoaufnahmen, ne? Weil für meine ganzen Videos, für die Testvideos etc., da brauche ich immer so ein bisschen Game-Footage logischerweise. Das ist meine normale Herangehensweise immer, ich zocke auf den normalen Gameboy halt mal so rein, ne? Um mal zu fühlen, wie sich das auf der richtigen Hardware anfühlt. Und dann für die Videoaufnahmen, dann zocke ich das nochmal mit dem Emulator. Ich hoffe, wenn der Gameboy Pocket, also das von der Analog Pocket rauskommt, ich soll den ja jetzt im Quartal 4 diesen Jahres bekommen. Da bin ich jetzt in dieser Zuteilliste gelandet. Und da habe ich mir natürlich auch diesen Deck und so weiter mitbestellt. Und da hoffe ich, das dann quasi irgendwie kombinieren zu können, dass ich dann gleich die Aufnahme einigermaßen gut machen kann. Aber da muss ich mal schauen, wie das denn alles läuft. Dann Gameboy Gurken und Gameboy Geheimtipps. Was kommt als nächstes? Ja, also erstmal wirklich freut mich das tierisch, dass meine beiden kleinen Büchlein bei euch bisher wirklich so tierisch gut angekommen sind. Kurze Werbemaßnahme zwischendurch, das könnt ihr beides bei RetroGameCollectorHeaven.de bestellen. Verlinke ich euch natürlich unten. Ist natürlich Werbung, ne, weil es meine eigenen Bücher sind und ich natürlich auch was davon habe. Wie ihr wisst, ich betone das immer so ein bisschen sicherer. Und ja, also ein bisschen, ich sammle noch ein bisschen Kräfte für das nächste Buchprojekt, weil ich brauche mal so ein bisschen kreative Energie. Ich muss da wirklich Bock drauf haben und nicht mir einfach vornehmen von wegen, ah, okay, jetzt musst du das nächste Buch schreiben, weil dann kommt eh nur Mucks raus. Mir hat mal einer der Zuschauer, ich weiß gar nicht, ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt, einen guten Tipp gegeben, und zwar Gameboy Must-Haves. Weil so Gameboy Geheimtipps war ja ein bisschen so mein
Ansatz, okay, so ein bisschen die Spiele, die über die nicht so viel geredet wird, irgendwie zu schreiben, damit die auch mal ein bisschen mehr auf verdiente Aufmerksamkeit bekommen. Aber wie sieht es eigentlich mit so einem Anfängerleitfaden quasi aus? Okay, du willst Gameboy-Spiele sammeln, cool, alles klar, guck mal hier, diese 50 Spiele, da kommt es eigentlich nicht drum herum, die in deiner Sammlung zu haben, irgendwie sowas, ne? Da werden natürlich auch sowas wie Super Mario Land dabei sein und so weiter, aber das finde ich eigentlich gar nicht mal so einen schlechten Ansatz, aber das ist so meine Ideen, ich habe da noch keine konkrete irgendwie Konzepte im Kopf oder sowas. Oder ein Buch über Gameboy Homebrews, aber da weiß ich halt nicht so groß, wie das Interesse da ist, aber wie gesagt, das ist noch in weiter Zukunft. Mal gucken, wann ich mal wieder so ein bisschen mich die Muße küsst und ich loslegen kann. Dann sind mal wieder Kooperationsvideos mit anderen YouTubern geplant. Konkret geplant ist nichts. Momentan strecke ich da auch, ehrlich gesagt, meine Fühler nicht so nach außen aus, weil das momentan bei mir so zeitmäßig alles ein bisschen knapp ist und natürlich so eine Kooperation mehr Aufwand bedeutet. Ich bin aber generell natürlich immer sehr offen für Kooperation, weil die ich bisher gemacht habe, haben mir bisher immer wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also Grüße an alle, mit denen ich bisher Videos machen durfte, war mir immer ein Fest. Dann kommt bald der mächtige Punk-Iro. Ja, das geht in die Richtung. Da gab es einige Fragen. Das ist meine Frisur. Die sah ja richtig schlimm aus, weil ich dachte mir, okay, hier meine Haare werden lichter oben auf den Kopf. Der eine oder andere kennt es vielleicht von euch. So laut den Analytics von YouTube sind ja die meisten so Pi mal Daumen in meinem Alter. Und ja, so ab Ü30 fängt es ja bei einigen leider an. Und da dachte ich mir, okay, entweder jetzt die Haare komplett kurz scheren oder wachsen lassen. Und da dachte ich mir, okay, lässt er erstmal wachsen und erstmal gucken, wo ich hingehe. Und das sah dann wirklich hier sehr, sehr wild aus zum Schluss. Aber ich denke mal, jetzt so mit dem Stil, so um ein bisschen länger und etwas kürzer, ist gar nicht so verkehrt. Aber so ein Iro wäre natürlich auch mal was, ne? Aber ich glaube, aus dem Alter bin ich raus. Dann kommen wir zu Mike Krause. Und der hat auch ein paar schöne Fragen gestellt. Und natürlich erstmal. Mal vielen Dank für deine Gratulation. Dann fangen wir mit der Frage an, wie steht deine Freundin zu deiner Sammelleidenschaft? Und wenn diese doch mal etwas aus dem Ruder läuft, viele Pickups oder sowas in der Richtung. Eigentlich ist der das relativ egal. Natürlich guckt sie das schon mal etwas schräg an, wenn ich jetzt mit einem riesigen Paket komme oder wo ich mir jetzt Hammering Harry gekauft habe und ihn erzählt habe, wie viel ich dafür bezahlt habe. Da werde ich natürlich nur schief angeguckt und nach dem Motto, okay, so viel für ein Gameboy-Spiel. Aber ja, also die hat mit der Sammelleidenschaft so gar nichts zu tun. Die ist so ein bisschen eher in anderen Richtungen unterwegs, wo sie teilweise auch ziemlich hohe Preise für irgendwas bezahlt. Also wir sehen das eigentlich ganz locker und es ist mein Geld, was ich selbst verdiene und wenn ich dafür sowas rauskloppe, warum nicht? Aber ich ernte schon mal durchaus etwas verwirrte Blicke auf jeden Fall. Dann gibt es, hast du schon mal was von der Schulklasse gehört, wo du auch mal ein Antwortvideo gemacht hast? Also von der Schulklasse direkt leider nicht, aber ich bin mit dem Boris, mit dem Lehrer, bin ich auch die ganze Zeit danach mittlerweile sehr freundschaftlich verbunden und wir tauschen uns ja regelmäßig aus. Also ich fand diese Aktion ja sowieso klasse. Also der eine oder andere wird es wahrscheinlich nicht gesehen haben. Das war so vor ungefähr 2 Jahren, glaube ich. Da hat der Boris, der ist Lehrer an einer richtig coolen Medienschule und die hatten auch so ein bisschen Thema YouTube gehabt und sowas. Und da haben sie halt so ein kleines Projekt gehabt, wo die dann mir Fragen gestellt haben, die ich ihnen dann beantwortet habe. Und dieses Antwortvideo ist natürlich in etwas geänderter Version natürlich hier auch auf YouTube gelandet. Und das war ein sehr, sehr fantastisches Projekt. Und wie gesagt, Boris, viele Grüße an dich. Freut mich wirklich sehr, dass ihr dich durch diese Aktion kennenlernen durfte und dass wir so schön im Austausch stehen auf jeden Fall. Aber solche Projekte wirklich, ist klasse. Also, als ich zur Schule gegangen bin, da wäre sowas überhaupt gar nicht möglich gewesen. Solche, ich sag mal, eher offeneren Projekte oder wie man das nennen will. Da lief das noch so sehr, sehr stark frontalunterrichtsmäßig und deswegen feiere ich das natürlich sehr stark ab. Dann gibt es ein Gameboy-Spiel, welches du mehr suchst als alle anderen, wo du sagst, das will ich am liebsten sofort haben. Im Prinzip ja. Also, ich hätte gerne Bionic Commando. Ich weiß, das ist jetzt keins der super teuren Module,
Und ich bin ja jetzt auch, was das Suchen angeht, ich bin nicht super hartnäckig. Ne? Also wenn ich mir mal kurz langweilig ist, dann gucke ich mal bei eBay Kleinanzeigen, ob es da gerade aktuell irgendwie ein Angebot gibt oder ähnliches. Also ich bin nicht so wie andere von euch, wo die Jagd Spaß macht, sondern von wegen, hey, ich hätte gerne das Spiel, mal gucken, wo ich es relativ bequem irgendwo herbekomme. Und immer wenn ich gucke, ist Bionic Commando entweder in einem wirklich miesen Zustand nur irgendwo da oder halt gar nicht. Und das ist irgendwie sehr frustrierend. Und ich habe wirklich Bock auf das Spiel, weil es soll ziemlich cool sein. Es ist ja so ein Action-Plattformer, wo man so einen Greifhaken hat und überall rumnavigieren kann. Und diese Prämisse, die finde ich eigentlich sehr cool. Und jedes Mal, wenn ich da ein Angebot suche, dann sind die Module haben Knacks weg oder das Cover ist irgendwie komplett abgeknibbelt oder irgendwie sowas, wo ich mir denke, okay, nein, also wie ihr wisst, vielleicht, ich habe jetzt keine super, super hohen Ansprüche, was jetzt den Zustand angeht. Also wenn da mal ein bisschen Edding drauf ist oder sowas, finde ich gar nicht so verkehrt, weil es ist ein altes Modul, das darf ruhig so aussehen. Aber das Cover sollte zumindest einigermaßen korrekt sein. Aber ich würde sagen, das. Dann, wie sieht es mit einem Retro-Börsenbesuch bei dir aus? Also ist durchaus jetzt, wo wieder alles gelockert ist, mal angedacht. Ich habe jetzt allerdings keine konkrete Börse im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob da aktuell welche geplant sind, aber ich schätze mal so in Richtung Herbst oder sowas, werde ich definitiv mal wieder auf einer Börse sein. Das vermisse ich schon irgendwie, da ein bisschen rumzustöbern und Leute zu treffen und alles. Das war ja durch Corona leider alles sehr, sehr eingeschränkt, aber da freue ich mich definitiv drauf. Das wird dann auch wieder kommen. Und wenn es soweit ist, werde ich das natürlich auch ja, im Community-Tab dann ankündigen. Den können wir uns vielleicht mal treffen und uns mal ein bisschen austauschen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann kommen wir zu dem nächsten Fragesteller, und zwar zu Laketi Karma. An dieser Stelle viele, viele Grüße an dich. Du bist ja auch schon sehr, sehr lange dabei und wir haben uns ja auch schon mal auf einer Börse getroffen. Ne? Dann die Frage: Du hast ja nun zwei Bücher rausgebracht und bist in der Homebrew-Szene bewandert. Könntest du dir vorstellen, auch mal ein eigenes Gameboy-Spiel rauszubringen? Geübt hast du ja damals schon mit einem Programm. Ja, also GB Studio ist ein wunderbares Programm. Das hatte ich ja mal so kurz vorgestellt. Gibt es mittlerweile in der dritten Version, ist es, glaube ich. Und früher konnte man ja eher so, ich sag mal so, Top-Down-Adventure-Spiele irgendwie machen, so ein bisschen Zelda-mäßig. Und mittlerweile kann man dieses Programm benutzen, auch um solche Plattformer zu machen oder Puzzler und so weiter. Und das ist richtig, richtig spannend. Ich hätte schon irgendwie Lust dazu, aber meine Fähigkeiten sind da leider nicht so wirklich gut. Also, ich sag mal, dieses Programmieren, das kriegt man vielleicht noch einigermaßen hin, aber was bei mir fehlen würde, eindeutig und auch das Talent, ist, entsprechende Sprites irgendwie zu kreieren und alles schön zu machen. Und deswegen würde es da nicht hinauslaufen und wenn, würde es glaube ich auch nur 0815-Plattformer-Spiel oder irgendwie sowas werden, wo ich mich immer beschwere, wie lieblos das ist. Ach, ich habe da irgendwie nicht so die kreative Energie dafür und mein Hut ab an alle wirklich, die da wirklich so richtig, richtig geile Spiele irgendwie rausbringen, die ich ja hier regelmäßig vorstelle, finde ich wirklich fantastisch. Dann die nächste Frage vom Gameboy-Jungen, auch an dieser Stelle, viele Grüße an dich. Seine Frage ist: Wie viel Platz, Zeit in der Woche nimmt deine Sammelleidenschaft inklusive Videos, Fertigen eigentlich so in Anspruch? Bleibt da noch eigentlich Zeit für andere Dinge, Hobbys neben deinem Beruf, die nichts mit Videospielen zu tun haben? Und welche wären das? Also, ja, so grob durchschnittlich würde ich sagen, diese Videomacherei, Sammelei und so weiter, so 8 bis 10 Stunden in der Woche. Kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Also die meiste Zeit jetzt bei der Sammelleidenschaft fressen natürlich die Videos auf, die Ideensammlung, die Testskripte schreiben und die Videoproduktion. Es gibt natürlich auch Formate, die mich jetzt vom Aufwand her wesentlich weniger Zeit irgendwie kosten als jetzt, sagen wir mal, ein Testvideo. Ne? Also, ich sag mal, wenn jetzt so eine typische Quälzig-Folge, da setze ich mich ja wirklich vor die Kamera und mache das spontan. Ich schneide da nicht viel, ich recherchiere da vorher nicht, höchstens außer mal, dass ich meinen Wunsch irgendwie checke, okay, ist das jetzt wirklich ein schlechtes Spiel oder ist das gar nicht so verkehrt? Und da bin ich vielleicht eine halbe Stunde mit Schneiden, ne? Also ich schneide da ja nicht groß viel, ja, durch. Ne? Also das Hochladen und so weiter, das geht ja alles automatisch. Während bei so einem Test ist natürlich erstmal wirklich auf einem, ne, auf normalen Gameboy spielen, auf dem Emulator die Szenen machen, dann einen Text schreiben, den einsprechen, dann alles einigermaßen zurechtschneiden, ist natürlich vom Aufwand her wesentlich höher. Und deswegen
ist es auch für mich auch ein bisschen wichtig, dass ich diese, ich sag mal, faulen Formate irgendwie drin habe, weil sonst könnte ich diese Frequenz mit 2 Videos die Woche, könnte ich gar nicht irgendwie wirklich halten. Und da würde ich sagen, so 8 bis 10 Stunden ungefähr. Und ja, es bleiben gerade so noch Zeit für andere Hobbys. Ich habe es ja hier und da schon mal erwähnt, ich sammle ja mittlerweile sehr gerne Warhammer 40.000 Figuren und mal die an und so weiter. Wobei da ist natürlich schön, sage ich mal, dass ich jetzt keinen, ich nenne es mal Druck habe, dass ich da jetzt irgendwie eine Figur zum Datum XY fertig habe, wie hier ein Video bis zum Datum XY fertig habe. Und dadurch kann ich das so schon etwas, ja, ein bisschen spontaner gestalten, auf jeden Fall. Aber es wird natürlich wirklich irgendwie sehr, sehr, sehr knapp und teilweise auch stressig. Also ich muss zeitmäßig wirklich mich bei den Videos auch schon mal wirklich zwingen, mal was rauszukloppen. Aber also mit der Zwingen klingt es auch ein bisschen blöd. Ne? Also ich mache es natürlich gerne, es ist ein schönes Hobby, aber ist natürlich zeitmäßig immer nicht so toll. Aber wie gesagt, neben diesem Hobby definitiv das Warhammer 40.000 mittlerweile anmalen, weil es so schön entspannt ist, wirklich mit so einer Miniatur zu sitzen, schön zu malen. Auch da werde ich natürlich immer besser, weil ich immer mehr Übungen habe, andere Techniken anwenden kann. Und das ist so ein schöner Moment, wo man den Kopf einfach komplett frei kriegt, nur diese Figur in der Hand hat. Herrliche Sache. Dann kommen wir zu dem nächsten, zwar zu B-Steel. Auch an dieser Stelle viele Grüße an dich. Auch du bist ja schon sehr, sehr lange dabei. Ich glaube, du warst dabei, da hatte ich noch keine 50 Abonnenten oder irgendwie sowas. So manche Namen prägen sich da ein. Vielen Dank, dass du da wirklich schon so lange dabei bist. Dann kommen wir zu der ersten Frage. Und zwar, wie hoch in deiner Gunst steht die PlayStation 2 und die Wii? Ich muss sagen, geht so. Also die PlayStation 2 habe ich so, ehrlich gesagt, gar keine Berührungspunkte. Und die Wii hatte ich damals, habe ich gerne gespielt, aber mehr auch nicht, ehrlich gesagt. Und zwar so von meiner Gaming-Historie, sage ich mal, bin ich mit Konsolen gestartet, Gameboy und andere Systeme, aber da kommen dann natürlich auch noch andere Fragen, wo ich das nochmal ein bisschen genauer ausführe. Und so ab Mitte der 90er bin ich so komplett zu PC-Gaming rübergeschiftet. Das lag natürlich zu einem daran, weil mein Bruder den einen PC hatte und da es den Vorteil der Raubkopien gab, ne? Deswegen war da der Zugang zu Spielen wesentlich einfacher und das hat sich eigentlich bis heute so fortgesetzt. Deswegen bin ich auch diese Nintendo 64, PlayStation 2 und sowas, da war ich PC-Spieler. Deswegen kann ich mit diesen Konsolen nicht so viel anfangen. Die Wii hatte ich mir damals sogar zu Release geholt, weil ich dieses Konzept sehr, sehr spannend fand. Aber ich sag mal, so richtig ernsthaft gespielt habe ich damit nicht. Das war eher wirklich so zum netten Spieleabend mit Freunden dann schon ein bisschen was gemacht. Daher habe ich sie gut in Erinnerung, aber ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie einen Deep Dive reinmachen muss. Dann die zweite Frage, jetzt wo Corona so gut wie rum ist, trifft man sich da auch mal auf ein Festival? Hat man ja die Frage schon, ja, definitiv. Wie gesagt, vielleicht dann halt auch entsprechend ankündigen. Dann drittens, was hältst du von Game Pass? Also den Game Pass finde ich im Prinzip eine wirklich schöne Erfindung. Ich persönlich habe ihn nicht, weil ich auch ich weiß, den gibt es auch für den PC. Aber ich habe da im Prinzip so meine 3, 4 Spiele, die ich immer ganz gerne spiele. Und da lohnt sich dieser Game Pass natürlich nicht für mich. Aber zu grundsätzlich finde ich das natürlich schön. Ist natürlich momentan natürlich so ein bisschen kritisch zu sehen, finde ich, weil es natürlich momentan auch sehr günstig ist, weil sie einfach natürlich einfach Benutzer irgendwie sammeln wollen, um einen möglichst hohen Kundenstamm zu haben. Was natürlich denn jetzt, wenn dieses Level irgendwann erreicht ist, was sie dann natürlich draus machen, ist natürlich die große Frage. Aber an sich ist es natürlich eine feine Sache, um auch vielleicht vielen Spielern auch mal ein anderes Genre irgendwie näher zu bringen. Ne? So nach Motto von wegen, eigentlich spiele ich keine Strategiespiele zum Beispiel, aber das ist gerade dieses neue, coole Strategiespiel im Game Pass, zocke ich es mal an. Von daher finde ich es gar nicht so verkehrt. Aber ich mag es eigentlich für mich noch, wenn ich Sachen gekauft habe. Aber ich glaube, da bin ich auch so der Grumpy Old Man, der noch irgendwie so an den alten Sachen festhält. Dann viele Frage, wann gehst du mal wieder zum Friseur? Ja, ich weiß, ist mittlerweile geschehen. Ich weiß, ist war überfällig. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Dann haben wir hier Hüpfheld.
wunderbarer Name. Dann, welches Videospiel war deine Einstiegsdroge? Und zwar habe ich das sogar in meiner Sammlung. Das war Park Control auf dem C64. Und zwar waren wir da zu Besuch bei meinem Cousin, der schon ein paar Jahre älter ist. Und der hatte so ein C64. Das war irgendwann Mitte der 80er, Mitte, Ende der 80er. Und meine Eltern wollten wahrscheinlich meinen Bruder und mich irgendwie ruhig stehen und mach dir mal diese Kiste da an, ein bisschen spielen und so weiter. Und ja, seitdem hat mich denn dieser Virus wirklich gecatcht. Ein bisschen später hatte dann mein Bruder das NES-Abo. Ich sehe gerade auch hier, welches dein erstes Handheld oder deine erste Konsole? Also können wir natürlich hier gleich so ein bisschen rumschwenken. Ich wollte auch schon mal irgendwann mal ein Video machen, so ein bisschen meine Gaming-Karriere mal so ein bisschen erzählen, wie sich es bei mir alles so entwickelt hat. Also mein erstes Handheld, ich weiß nicht, ob das zählt, war irgendeins von diesen Tiger LCD-Display-Dingern. Aber ich weiß nicht, ob das als richtiges Handheld zählt. Mein erstes richtiger Handheld war natürlich der klassische Game Boy, den ich ja immer noch feiere ohne Ende. Dann meine erste Konsole war das NES von meinem Bruder. Beziehungsweise meine erste eigene war dann das Super Nintendo. Aber ich denke mal, dass das NES, das war im Haushalt, das habe ich, glaube ich, im Endeffekt wirklich fast mehr benutzt als mein Bruder. Weil ich wirklich so in dieser Videospielwelt so fasziniert war und ich das wirklich so stark irgendwie abgefeiert habe. Aber das waren so mal meine ersten wirklichen Konsolen, die ich denn zu Hause hatte. Dann meine Top 3 Daddelkisten. Ja, da würde ich sagen, natürlich der klassische Gameboy, der PC so als Daddelkiste. Und dann, wenn ich mich da entscheiden müsste, ich glaube wirklich das Super Nintendo. NES verbinde ich zwar auch sehr, sehr coole Erinnerungen, aber Super Nintendo, da ging es dann wirklich richtig los bei mir. Dann OLA. Dann hallo du fantastischer Panda, hallo du fantastischer OLA. Deine Fragen, wann kommt denn mal wieder so ein toller Stream wie letztes Mal? Also wenn dieses Video erscheint, hoffe ich, dass wieder ein Stream erschienen ist. Ich nehme das Video jetzt hier eine Woche im Voraus auf und ich denke mal, das kriegen wir hin, weil ich jetzt die Woche Urlaub habe und dann zeitmäßig bei mir es besser aussieht. Warum ich nicht so oft streame vielleicht. Ich weiß, ich muss mich nicht rechtfertigen, aber so im Hinblick auf vor ein paar Minuten ist es wirklich sehr, sehr, sehr zeitmäßig ein Problem bei mir, da wirklich das Privatleben, dann hier die Videos zu machen und dann noch zu streamen. Also diese Streams, die ich mit euch jetzt machen durfte, haben mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sind anstrengender, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Also jetzt nicht so, dass ich hier spiele und rede, aber wirklich aktiv zu sein, den Chat zu verfolgen und sowas. Also das sieht so, finde ich, von außen immer sehr einfach aus, aber das laugt dann doch aus. Also wenn so ein 2-Stunden-Stream vorbei ist, denke ich mir auch immer erstmal so, puh, so, jetzt erstmal nichts machen. Es ist wirklich so ein Zeitproblem und Motivationsproblem. Muss ich wirklich ganz ehrlich gestehen sagen. Aber wird es ab und zu mal geben. Aber der Hauptfokus von dem Kanal wird definitiv auf den Videos bleiben. Dann, welche 5 Gameboy-Spiele würdest du einpacken, wenn du in Kur müsstest? Ich glaube Link's Awakening, Super Mario Land 2... Denn irgendein Puzzlespiel würde ich mir, glaube, also Quirk würde ich mir nicht einpacken, sondern Amazing Tater bzw. Puzzle Boy 2, das ist ja der Nachfolger davon, das würde ich einpacken und ich glaube ein Mega Man 3 oder irgendwie sowas, weil das habe ich noch nicht gespielt und das wäre, glaube ich, so ein ganz guter Anlass, mal so ein schweres Spiel wirklich immer zu probieren und zu probieren. Und ich glaube, als Feelgood-Spiel würde ich Nubo einpacken. Das, wenn man da einfach mal wirklich nicht so gut drauf sein sollte, einfach das hochstarten und schöne warme Wohlfühl-Wolldecke ist das dann. Kommen wir zur nächsten Frage. Patrick B., ich stelle auch Grüße. Was hast du studiert bzw. machst du beruflich? Ja, also ich habe BWL studiert, also ich bin ganz normaler Wirtschaftler, ich weiß, sehr uninspiriert, da habe ich einen Bachelorabschluss und als Beruf, ich bin Prokurist bei einer mittelgroßen Firma, ich kümmere mich da hauptsächlich ums Marketing, Kundenservice, also ist eine kleinere Firma, da hat man natürlich immer nicht so ganz feste Bereiche, aber mein Hauptfokus ist da das Marketing und das starte ich momentan auch so ein bisschen
Social Media Marketing durch, wo ich jetzt auch so langsam aber sicher dann auch bei YouTube beruflich was machen kann, was ich sehr spannend finde. Es ist momentan alles nur so ein bisschen in Planung und sowas, aber da habe ich wirklich sehr viel Spaß dran. Ansonsten natürlich ne, viel, viel Internetwerbung, Google etc. Also eher langweilig, sage ich mal, ist zum Vergleich. Dann Hobbys jenseits der Retro-Panda-Welt. Genau, habe ich ja schon angesprochen, Warhammer 40.000, Figuren anmalen, super entspannt. Ich war lange, lange Fan der Hintergrundgeschichte, der Lore, habe alles irgendwie aufgesaugt und ja, wunderbares Hobby. Und dann wieder die Haare, wie ich schon angesprochen habe. Es sind einige Fragen bezüglich meiner Haare. Wie gesagt, das hat sich jetzt mittlerweile einigermaßen wieder vernünftig gemacht und das soll auch in Zukunft so bleiben. Denn Marell58, viele Grüße auch an dich. Gibt es ein Spiel, das du dir unbedingt in deiner Sammlung wünschst, aber bisher leider nicht geklappt hat, sei es zum Beispiel aufgrund des Preises oder weil es wirklich schwierig zu bekommen ist? Da würde ich wirklich sagen, Bionic Commando, was ich schon angesprochen habe, auch wenn das nicht so teuer ist. Und dann Mega Man Spiele. Weil ich habe ja nur Dr. Wily's Revenge und Mega Man 2 oder 3. Ich bin mir gerade unsicher meiner Sammlung. Aber da gibt es ja noch einige Mega Man Spiele auf dem Game Boy. Aber puh, die sind preislich ganz heftig. Und da mache ich noch so einen Bogen rum. Ich weiß, die werden im Zweifel nicht billiger. Aber das wären wirklich noch so Spiele, die ich gerne in meiner Sammlung hätte. Weil es dünnt sich leider mit den günstigen Spielen, die mir noch fehlen, leider aus. Dann in deiner letzten Roomtour sagtest du, dass du einige SNES Big Boxen verkauft hast. Zählt dazu auch Terranigma? Ich hoffe nicht, da es ein großartiges Spiel ist und mein Lieblingsspiel ist. Und wo wir beim Thema sind, welche Boxen außer Secret of Mana hast du noch? Muss dir gestehen, ja. Ja, ich habe Terranigma leider verkauft. Weil ich da wirklich ganz, ganz starke Verkleinerungen gemacht habe. Und ich habe da aber wirklich auch einen sehr guten Bekannten, an dieser Stelle Grüße an dich, gefunden, der wirklich das Spiel sehr abfeiert und das wirklich sehr stark gesucht hat. Und da war ich mir sicher, dass es in gute Hände kommt. Ja, an Big Boxen, wie gesagt, da hat sich es relativ ausgedünnt. Also Secret of Mana habe ich natürlich behalten. Dann habe ich noch Mario Paint als Big Box, einfach weil es auch nicht teuer ist. Und dann habe ich noch Mystic Quest als Big Box. Und zwar als relativ nicht so geilen Zustand. Übrigens, wie ihr seht, ich habe auch hier mein Gaming Room ein bisschen umgeräumt. Das heißt, das Video, das ist ein bisschen obsolet. Aber ihr seht es ne, auf der anderen Seite. Ich bin gerade zu doof zum Zeigen. Genau, da seht ihr die Big Boxen. So ein bisschen verschwommen natürlich, wegen dem Fokus. Aber da habt ihr Secret of Mana und da könnt ihr Mystic Quest sehen. Und wenn ihr ganz genau guckt, dann ist da so ein... ist das grau. Und zwar die Mystic Quest Box hat dann einen Abriss. Aber ich behalte sie trotzdem, weil das ist meine original Big Box aus meiner Kindheit. Und deswegen ist es natürlich ein ganz besonderer Schatz und deswegen bleibt die. Und zwar hatte ich da Mystic Quest, da war noch so von irgendeinem Flohmarkt ein Aufkleber drauf, damals für 15 Mark gekauft. Ne? Schnäppchen ist natürlich jetzt, der Kleber wurde nie entfernt, ihr kennt's. Und dann ja, ist die Entfernung leider schief gegangen. Aber diese drei Big Boxen, die habe ich behalten. Dann haben wir Anakin AD. Viele Grüße an dich. Hallo Panda, ich finde deine Videos wirklich verdammt gut und mach weiter so. Vielen Dank an dieser Stelle für dich. Und hier meine Frage, könntest du vielleicht mal bald ein Video über den Neo Geo Pocket oder den Neo Geo Pocket Color machen? Würde ich gerne. Ich habe allerdings überhaupt keine Ahnung über das System. Ich finde es allerdings sehr, sehr interessant. Ich wollte auch so ein bisschen damit anfangen, mit dem Sammeln. Und zwar, weil der Analog Pocket... denn ja mit dem Adapter auch fähig sein wird, um das System irgendwie abspielen zu können. Das Problem ist jedoch, diese Adapter sind leider noch nicht bestellbar. Das wird noch nicht fertig sein und sowas. Also der Analog Pocket hat als Adapter lediglich momentan nur den Game Gear Adapter verfügbar. Und dadurch habe ich das so ein bisschen auf die lange Bank geschrieben. Also ich finde sowieso alle Handhelds aus der Zeit, auch den Atari Lynx, finde ich super, super interessant, super faszinierend irgendwie. Also ich bin da eher so ein bisschen auf dem Handheld-Markt, was ich da interessant finde. Ganz einfach, weil es auch so ein
sehr gut so in das erwachsene Berufsleben reinpasst. Ne? Also ich sag mal, so ein Super Nintendo-Spiel wie Terranigma, was wir gerade hatten, da braucht man ja stundenlang, um das wirklich durchzuspielen und da wirklich gut reinzukommen. Ist natürlich schön, aber so ein Handheld-Spiel mal so zwischendurch zu spielen, das passt denn eher immer. Und wie gesagt, würde ich gerne machen, wird denn, wenn der Adapter verfügbar ist, auch, denke ich mal, ab und zu mal ein Video dazu kommen, aber leider nicht in naher Zukunft. Tut mir leid, aber finde ich auch super, super faszinierend, das Thema. Dann haben wir Michael van Welsten, auch an dieser Stelle, viele Grüße an dich. Hallo Panda, gibt es eine Retro-Konsole oder ein Retro-Spiel für dich, der Holy Grail wäre und du auch keine Kosten und Mühen scheuen würdest, das haben zu wollen? Oder ist das so teuer, wenn du den Wunsch erst einmal dir nicht mehr erfüllen kannst? Ich glaube, diesen einen großen Wunsch habe ich gar nicht mehr. Also ich habe ja wirklich schon einige große Klopper für den Gameboy. Und ich müsste wirklich stark überlegen, so wo ich sagen würde, okay, das will ich jetzt unbedingt über jeden Preis haben. Also ich habe ja zum Beispiel auch hier, ich verwechsel immer die Seiten hier, weil ich sehe mich ja spiegelverkehrt, ne, den Virtual Boy. Und der hat einige gute Spiele. Und was mich da interessieren würde, ist ein Spiel, ich habe den Namen, VLAB heißt das, glaube ich. Heißt das VLAB? Ich bin mir gerade unsicher. Das ist ein Japan-exklusives Puzzle-Spiel für den Virtual Boy, was auch so ein bisschen mit Blöcken ist, die man kombinieren muss. Aber die sind so Körperteile. Ihr baut da irgendwie so einen Darm zusammen ohne sowas und die verwachsen dann irgendwie sowas. Also es klingt jetzt ekliger, als es natürlich jetzt im Spiel ist. Aber das fände ich wirklich faszinierend. Aber das Spiel kostet auch irgendwie 800, $900 oder irgendwie sowas. Das finde ich schon so, uiuiuiui, das für ein schlechtes oder mittelmäßiges Puzzlespiel, boah, nee, würde ich nie ausgeben. Ansonsten wirklich Konsole. Ich glaube, einen guten Atari Lynx, schön gemoddet natürlich mit dem vernünftigen Display und ich glaube so wirklich den Neo Geo Pocket oder die Neo Geo Konsole an sich wäre mal interessant. Oder was ich gerne hätte, ich merke gerade, je mehr ich ins Überlegen komme, ich weiß, ob das als Konsole irgendwie zählt. Und zwar hätte ich gerne so ein Original Arcade Kabinett, ne? Also so ein Aufsteller von Jack Hale. Und zwar weiß ich, dass ich da als Kind Ende der 80er im Urlaub da wirklich da stundenlang davor gestanden habe und das gespielt habe. Das wäre echt geil. Oder halt wirklich so ein Custom-Arcade-Kabinett. Da gibt es dann mittlerweile so gute Emulator-Dinger. Das würde hier gut in den Raum passen. Das selber zu bauen mit einer eigenen Beklebung und sowas, das wäre schon irgendwie cool, aber ja, gut, ne? Ist vielleicht kein Holy Grail, könnte man sich mit Geld besorgen, aber ja, ihr wisst, wie das ist. Dann der Freddy Krüger 1 an dieser Stelle, viele Grüße an dich. Die beiden Fragen gehen im Prinzip in dieselbe Richtung. Und zwar, welche Retro-Konsolen hast du alles und welche Retro-Handheld hast du alles? Also, fangen wir mit dem Handhelds an. Da habe ich natürlich den Gameboy in zwei verschiedenen Ausführungen, beide gemoddet. Dann habe ich den Game Gear auch gemoddet, mit einem VGA-Ausgang sogar. Und ja, den Virtual Boy. Ich weiß nicht, ob das irgendwie als Handheld zählt. Ich nehme es mal als Handheld hin. Dann habe ich noch einen 3DS, den Gameboy Advance und noch so ein Billo Gameboy Color-Dings, also der heißt GB Boy Color, kennt der eine oder andere wahrscheinlich von euch, der kann auch normale Gameboy-Dinger nehmen, ist so ein Drittanbieter-China-Ding, geht für den Preis allerdings einigermaßen. Dann, welche Retro-Konsolen habe ich alles? Ich habe ein Super Nintendo, ich habe, also ich weiß nicht, ob es als Retro-Konsole zählt, also den ich will den Namen, Retron 5, genau. Womit man ja auch den NES-Spiele und sowas abspielen kann. Und das ist das Super Nintendo, was ich habe, ist sogar auch noch mein Originales aus meiner Kindheit. Deswegen ganz wichtig. Das war es denn alles an normalen Konsolen. Ach genau, die Switch habe ich. Also ist jetzt kein Retro, aber neu. Also die Konsolen habe ich. Na, ansonsten PC-Spieler bin ich. Dann sind wir hier beim nächsten. Und zwar, wenn morgen die Welt untergehen würde und du nur ein Spiel spielen könntest, welches wäre das? Ich glaube wirklich Link's Awakening, weil das wirklich so schön kompakt ist, dass das kriege ich noch, hoffe ich, dann bis zum Weltuntergang durch. Und
Das ist mit mir mit so schönen Kindheitserinnerungen verknüpft, dass es einfach so eine wohlige Stimmung in mir erzeugen wird. Und deswegen definitiv Link's Awakening. In der Gameboy-alten Version, nicht in der Switch-Version. Wobei die ist nicht schlecht ist, aber Nostalgie ist Nostalgie. Dann das NES-Kommando an der Stelle. Viel Grüße an dich. Warum eigentlich ein Panda? Ja, Zufall. Also ich habe mit Pandas an sich eigentlich wirklich überhaupt nichts zu tun. Aber mein Nickname war irgendwie immer Kampfpanda. Und als es wirklich so dazu kam, diesen Kanal zu starten, da dachte ich mir, okay, wie benennst du mich? Okay, irgendwie Retro Gaming, okay, aber es ist so nichts sagen. Und dann ja, habe ich den Panda zugenommen, weil ich mir dachte, okay, Nintendo und sowas, das ist alles so die asiatische Ecke. Und Pandas ja irgendwie auch. Ich weiß, das eine ist China, das andere ist Japan. Das hat so gesehen nichts miteinander zu tun. Aber, ja, also, hat keinen bestimmten Grund, ehrlich gesagt. Dann Christian Eilers. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Du bist ja auch schon sehr, sehr lange dabei. Und zwar die erste Frage: Mit welchen Spielen Melodien aus Spielen verbindest du die meisten Emotionen und wieso? Auch wenn ich mich jetzt wie eine kaputte Schallplatte anhöre, Link's Awakening, und zwar die Szene, wo er mit Marian auf den Baum sitzen und in den Strand irgendwie hinausschauen. Das hat sich bei mir sehr stark eingebrannt. Und irgendwie der komplette Soundtrack von Secret of Mana irgendwie, weil ich das wirklich als Kind hoch und runter gespielt habe. Das war, ich glaube, wirklich das Super Nintendo-Spiel, was ich von der Spielzeit her am meisten gespielt habe. Und diese Musik finde ich da sehr ausdrucksstark. Ne? Schon allein dieser Titelscreen mit den Din, Din, Din. Okay, ich kann keine Musik nachmachen. Entschuldigung, ich werde es auch nicht weiter versuchen. Würden mir spontan einfallen. Dann, welches Spiel aus deiner Quälzig-Reihe würdest du am ehesten noch eine zweite Chance geben? Ich glaube, so den ersten Videos. Und zwar habe ich ja ganz am Anfang ja Schlümpfe gemacht. Das ist definitiv nicht so schlecht, wie ich es damals irgendwie dargestellt habe. Das lag irgendwie so daran, das war so ein bisschen ein Testcase. Und ich dachte mir, okay, ich hatte ja einen Test vorher gemacht und irgendwie war ich dabei den ersten Level drüber gestolpert, dass das irgendwie so der nicht erklärt irgendwie ist, fand ich. Und da würde ich nochmal zweite Chance geben und Amazing Spider-Man für den Game Boy. Und zwar war das so ein Spiel, was ich als Kind mir ausgeliehen habe und irgendwie das gar nicht so toll fand und ich weiß gar nicht mehr wieso. Also es liegt natürlich so ein bisschen an dieser hakeligen Steuerung mit den Spinnenfäden und so weiter, dass das irgendwie alles nicht so ganz so fluffig irgendwie vonstatten geht. Das definitiv, also die beiden Spiele, denen würde ich auf jeden Fall noch mal eine neue Chance geben. Wobei natürlich die Quälzig-Serie allgemein, manche verstehen das nicht immer so ganz richtig. Das darf man nicht zu ernst nehmen. Also ich überspiele da natürlich so ein bisschen da meine Emotionen und meine Frustration auch. Ne? Also ich habe da ja auch mit Absicht die Panda-Mütze auf, damit man sehen kann von Anfang an, okay, das ist jetzt hier keine super ernsthafte Betrachtung des Spiels. Das heißt, wenn ich ein Spiel mal ein bisschen nicht raffen sollte, ein bisschen verreißen sollte und ihr das Spiel mögt, bitte nicht zu ernst nehmen. Dann sind wir hier beim Boris. Grüße an dich. Dann, hast du neue Formate in einer Panda-Pipeline? Nein. Also ich habe natürlich so viele Ideen. Ich spiele immer mal so ganz gerne auch sonntags so mit den Formaten. Ich möchte zum Beispiel jetzt auch bald mal so ein bisschen so die Gameboy-Zubehörsachen mal so ein bisschen vorstellen, um mal ein bisschen zu zeigen, was es da gab. Das ist ja mal ein bisschen offener. Da mache ich mir natürlich auch im Vorfeld immer gerne Gedanken, was ich da mache und so weiter. Aber so richtig komplett neues Format wüsste ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ihr vielleicht mal sehen wollen würdet, ne, bin ich natürlich immer gerne dankbar. Ab in die Kommentare damit, aber ja, so spontan nicht so unbedingt. Dann zweite Frage: Welchen weißen Wal bezüglich deiner Gameboy-Sammlung würdest du gerne besitzen? Ja, das geht so ein bisschen rein mit was suchst du noch, mit den Holy Grail und sowas. Also wirklich Bionic Commando und die Mega Man-Spiele hätte ich noch ganz gerne, aber ich würde das jetzt nicht so als den weißen Wal irgendwie bezeichnen, ehrlich gesagt. Und dann kommen ja. So war durch. Ich dachte, es kommt noch eine Frage. Wir sind durch. Ich sehe gerade, ja, wir sind knapp über 35 Minuten. Deswegen will ich euch jetzt auch nicht viel, viel länger zulabern. Es war mir eine Freude, dass ihr wieder reingeschaltet habt, meine Lieben. Und vielen, vielen Dank für die 4000 Abos. Freut mich wirklich sehr. Und auch auf den neuen 5000er. Ne? Also ihr fantastischen Menschen.
Habt noch einen schönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.